Die Unruhe und öffentlich geworden Widerspruch gegen diese Verfahren hat ja wohl auch dazu geführt, die Frage geht jetzt an Herrn Fulbrecht, dass der, was gerade der Gücht gesagt hat, die Verhandlungen über diesen Teil des Abkommens werden ausgesetzt und es soll ein Hearing stattfinden, eine Debatte, eine Presseerklärung oder ähnliches dafür. Gegeben werden, dann soll die Hearing stattfinden und dann wird erst weiter verhandelt. Was wird diese Verhandlungspause für diesen Teil des Abkommens und was wird das Hearing an der Substanz der vorgesehenen Schiedsstellenklausel hindern? Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, das finde ich ja nicht selbstverständlich. Ich möchte vielleicht eingangs noch sagen, dass wir nicht unbedingt jetzt in zwei Lager Pro und Contra jetzt heute Abend diskutieren sollten, weil das ein bisschen an den Realitäten vorbeigeht. Und so sage ich auch Frau Müller als Kollegin sehr schätze, wir sind als EU und als EU-Kommission nicht der verlängerte Arm der Industrie oder der Konzerne, sondern das ist der Linie für die Bürger. Das ist die Grundlage der Verträge, der EU-Verträge auf die Institutionen der EU passiert. Zum Thema Investitionsschutz, Sie haben das schon gesagt, Herr Munk, unser Kommissar hat in der Öffentlichkeit erkannt, wie problematisch dieses Thema ist und hat entschieden, wir setzen hier diese Verhandlung zu diesem Thema aus. Es wird eine öffentliche Konsultation stattfinden, die wird Anfang März lanciert, die wird 3 Monate dauern. Und in dieser Konsultation haben sowohl Zivilgesellschaft als auch der öffentliche Sektor, also die Bundesregierung im Falle von Deutschland und der Bundestag, die Gelegenheit, ihre Positionen einzubringen. Das wird alles gesammelt und auf der Grundlage dessen wird ein Modelltext seitens der Kommission erstellt. Wir betreten bei diesem Thema nämlich Neuland insofern, dass erst der Vertrag von Lissabon überhaupt erst die Gelegenheit geschaffen hat, dieses Thema auf EU-Ebene anzugehen. Investitionsschutzabkommen und Freihandelsabkommen, das ist auch insofern neu, da muss ich ein bisschen widersprechen, auch insofern juristisches Neuland, weil wir eine neue Rechtsgrundlage geschaffen haben. Deswegen ist das Gutachten von 1991 meines Erachtens auch nicht mehr so ganz anwendbar, was diesen Punkt angeht. Diese Einbeziehung sowohl der Meinung der Mitgliedstaaten als auch der Zivilbevölkerung sehr wichtig. Warum, anderer Grund, warum brauchen wir diese Investitionsschutzabkommen unserer Meinung nach? Wir haben in der Tat erstmal mit den Vereinigten Staaten mit einem noch etwas komplexeren Rechtssystem zu tun, mit 50 Bundesstaaten. Und die Grundlage ist ja insofern ein Freihandelsabkommen, ist ein internationaler Vertrag. Das heißt, so oder so ist es immer schwierig, einen internationalen Vertrag von nationalen Gerichten entscheiden zu lassen. Zumal wenn es sich, wie gesagt, um Bundes- und Bundesstaaten oder Länder in den USA Bundesstaaten handelt. Eine andere Schwierigkeit ist aber, wenn beispielsweise eine US-Firma, ein Tochterunternehmen, meinetwegen in Asien oder in Afrika hat, da kann natürlich dieses Tochterunternehmen über einen entsprechendes Investitionsschutzabkommen zwischen diesen betreffenden Staaten und Deutschland ebenfalls schon ein Schiedsgericht anrufen. Und wie gesagt, diese Komplexität von über 1500 entsprechenden Verfahren zwischen EU-Staaten, bilateral und Drittstaaten, hat uns eben dazu geführt, dass wir hier einen neuen Standard setzen wollen. Dem dient jetzt diese Konsultation. Die Amerikaner und die US-Administration wird ihrerseits eine Konsultation führen, soweit ich das verstanden habe, einen Modelltext vorbereiten, auf der Grundlage dessen wird dann verhandelt. Vielleicht noch ein anderes kurzes Thema, weil es eingangs gesagt wurde, Transparenz. Die Kommission macht nichts am Europäischen Parlament und an den Mitgliedstaaten vorbei. Das Europäische Parlament wird... Das ist nicht diese Ausrede. Wir wollen die Diskussion hier faktenorientiert führen. Die Kommission
unterrichtet regelmäßig den zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Innerhalb dieses Ausschusses gibt es eine weitere Gruppe, die sich mit diesem Thema speziell beschäftigt. EU-Präsident, EU-Parlamentspräsident Schulz wird regelmäßig im Vorgang der Verhandlungen unterrichtet. Und zudem ist jetzt noch ein Beratungsgremium eingeführt worden, in dem Vertreter sowohl aus Industrie als auch Arbeitnehmervertreter als auch Zivilgesellschaften und NGOs vertreten sind. Ich kenne jetzt, Frau Volkert, mindestens einen Menschen, der Ihnen hier nicht direkt recht geben würde. Das ist der Abgeordnete Messerschmidt im Europaparlament, der am 27. Dezember 2013 die Generaldirektion Handel der Kommission schriftlich angefragt hat, ob der Kommissar garantieren kann, dass die Rechte der Kommunen weiterhin Regulierungen zum Gemeinwohl zu erlassen, von ihm garantiert wird oder nicht. Er hat bis heute darauf keine Antwort bekommen. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, darauf hinzuwirken, dass er eine Antwort bekommt.